Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 29. Dezember 2020 mit einem spontanen Video für dich und zwar für den kommenden Vollmond am 30. Natürlich, bevor wir mit der Mischung der Karten beginnen, bitte ich dich, dass du deine Augen schließt und erstmal in der Energie der Kristallschale eintauchst. Und während ich die Karten mischen werde, sende mir deine Gedanken zu. Wir fragen, wie wird der Vollmond morgen am 30. Vollmond im Krebs, welche Energien kommen zu uns? Konzentriere dich. Welche Energien kommen zu uns? Welche Energien kommen zu uns? So, wir fragen hier auch den Mondbotschaften der Seele. Och, die kommen schon direkt. Schau mal, die wollen doch mit. Unbedingt wollten sie mit. Dann wird das so der richtig sein auch. Wird auch richtig sein. So, dann fragen wir hier um 7 Karten. Und 7. Ja. So. Dann fragen wir hier natürlich um für die männliche und weibliche Seite. Also erstmal für die weibliche bitte. Und einmal für die männliche Seite. So. Also die Mondpriesterschaft, die Mondpriesterschaft, ja, und eine nochmal eine große, signifikante Botschaft oder Karte hier aus den Jean Ruland und Anita Schickinger. Also die Karten liebe ich wirklich über alles. So, super. Da kommt zwar der Neumond, aber trotzdem, also ich deute euch das jetzt mal. Was bringt dieser Vollmond mit sich? Ja, also der letzte Vollmond des Jahres. Also, Vollmond im Krebs. Krebs ist immer sehr gefühlsvoll, sehr emotionsgeladen. Diese Sternzeichen noch sehr sinnlich, sehr leidenschaftlich. Also es bringt auch schon die Sinnlichkeit, bedingungslose Liebe, Glück und Harmonie und natürlich auch die Anerkennung, Offenheit, Freiheit und Warmherzigkeit. Das ist schon mal diese Energie. Und wenn diese schönen Gefühle schon mal hochkommen, dann macht es auch mit jedem was von uns. Vielleicht spürst du das auch schon in dir. Also wir haben die Neuausrichtung. Es kommt zwar hier der Neumond, aber trotzdem, schau einfach für dich. Jeder Tag ist eine neue Chance und ein Geschenk des Universums an mich. Also das bedeutet, dass hier wirklich eine Neuausrichtung für dich möglich ist, jetzt mit diesem Vollmond. Das wird der letzte sein in diesem Jahr. Und auch du kannst dich auf diese Veränderung einstimmen. Du kannst das Unmögliche möglich machen, glaube an dich und der Spiegel der Nacht, reinige dich von alten Dingen, dann wird dir alles gut gelingen.
Also die Erkenntnis mit dem Mondwasser. Und was sagen denn hier die Karten noch? Die sagen schon, dass du dich mehr mit deiner inneren Familie verbindest. Also deine innere Familie in deine Seele und dass du auch dabei an deinen Empfindungen achtest und, wie gesagt, auch deine Sichtweise ein Stück weit auch veränderst. Also der Vollmond ist immer eine... das beleuchtet dir durch diese kraftvolle Strahlen, wird alles hell und auch kannst du teilweise auch deine Sichtweise verändern und auch deine Wahrnehmung, was du bis jetzt so wahrgenommen hast, auf einmal erscheint dir das alles anders und du kannst auch Dinge sehr gut manifestieren. Und es geht darum, auf deine Intuition zu hören, dass du wirklich auf deine Intuition hörst und auch wirklich in der Balance kommst, also mit dir selber in deine eigene Balance kommst. Für den weiblichen Aspekt geht es darum, Eremit und alte Weise, es ist Zeit, aus dem Geschehen der Welt sich zurückzuziehen. Wir haben Lockdown sowieso oder Corona und es geht wirklich auch darum, dass wir Innenschau betreiben. Wir haben auch die Rauhnächte und das ist auch wirklich nicht wirklich so sehr im Außen, sondern das ist auch eine stille Zeit. Nicht immer können wir aktiv die Außenwelt verändern, aber sehr wohl der Innenwelt, die sich kurz oder lang im Außen zeigen wird. Deine Aufgabe besteht nur darin, zum Stillstand zu kommen und nach innen zu gehen. Also du sollst definitiv bei diesem Vollmond nach innen gehen und dein Gegenüber, dein Seelenpartner oder das männliche Part oder der männliche Aspekt bekommt den Wintermond. Achte darauf, nicht in eine Schleife aus Themen und Mustern zu geraten. Deine Aufgaben wurden dir geschickt, damit du dich daraus befreist, aus ihnen lernst und dein Leben kraftvoll selbst gestalten kannst. So, und jetzt schauen wir einfach, wie die Energien sind. Und dazu verwende ich heute mal die Skatkarten. Ich liebe meine Skatkarten. Konzentriere dich. Was ist noch mit diesem Vollmond wichtig für dich zu wissen? So, es geht um das eigene Ankommen, bei dir anzukommen. Es geht um die Lebensfreude. Es geht wirklich darum, dass du dich gar nicht so vielleicht festlegst, sondern dass du sagst, was will ich dann? So, allerdings wie, das brauchst du gar nicht festzulegen. Ich sehe hier, dass diese Vertrauen noch bei dir kränkelt. Also du bist noch nicht im Vertrauen, was dein Herzensmenschen anbelangt. Und du glaubst vielleicht auch noch ein Stück weit an diese feste Verbindung oder dass das wirklich so feste Partnerschaft auch wird. Und das ist aber Grundvoraussetzung, dass du daran glaubst, damit hier ein Neuanfang wirklich stattfinden kann. Du ärgerst dich, ja? Ich lege jetzt die Karte mal aus, ja? Ich lege die Karte aus und ich habe natürlich hier dir auch einen Kaffee mitgebracht. Ich bin dankbar für alles. Also ihr kennt meine Tassen, könnt ihr immer noch gerne immer bestellen bei mir, solange wirklich der Vorrat reicht. Denn, also ich habe 7 verschiedene Affirmationen und da ist schon einiges vergriffen. Und bevor ich die große Bestellung nochmal mache, dann möchte ich aber schon noch wissen, aus welchem, wie viel. Also ich bestelle da wirklich zur gleichen Menge. Natürlich das Beliebteste ist, ich verdiene das Allerbeste. Das ist das Beliebteste, da habe ich auch nur noch ein paar Stücke da. Und ich habe für dich diese Ich bin dankbar für alles mitgebracht. Denn das hilft dir auch, dir bewusst zu werden, wofür du wirklich in deinem Leben dankbar bist. Die Dankbarkeit ist wirklich eine sehr, sehr kraftvolle, starke Energie. Umso dankbarer du bist, umso mehr geht dein Herz auf, ja? Und das ist doch wirklich großartig, ja? Ich musste die Karten zusammen machen.
Es folgt auch noch natürlich noch eine Legung von mir. Und ihr wisst ja auch, ich mache die Rauhnächte deswegen auch bei mir. Und natürlich auch die Jahresplanung. Wie könnte ich das vergessen? Also, ich wurde schon gestern auch wegen der Termine gefragt für das kommende Jahr. Kommt, alles kommt, alles kommt, alles. Am besten hätte der Tag wirklich 48 Stunden, damit ich alles so also wirklich schaffe. Aber es kommt alles auch für das neue Jahr. Also wie gesagt, offiziell die Kurse habe ich so vorgesehen, Ende Februar, Anfang März. So, ich habe mal in den Energien reingefühlt. Ich denke eher Anfang März, dass wir damit starten können. Hier mit den Kursen, mit mehreren Teilnehmern. Und ja, also schauen mal, ja. So, natürlich hast du die Möglichkeit, auch einzeln bei mir was zu buchen, dass du sagst, ja, ich will aber unbedingt, ich möchte jetzt nicht warten, ich möchte eine Reiki-Ausbildung oder eine Engel-Ausbildung und eine Engel-Einweihung, das kannst du ja gerne bei mir natürlich buchen. So, wo bist du? Wo bist du? Du bist hier. Du bist hier, also mit diesem Vollmond. Ich sehe dich schon ziemlich in der Mitte, vielleicht was geschlaucht. Vielleicht konntest du auch nicht so gut schlafen. Ich war auch heute total früh wach, um 4 Uhr. Ich habe dann halt meditiert und dies und jenes schon die Tagesbotschaften gemacht. Und ja, und jetzt melde ich mich halt um 8 Uhr mit dem Video. Natürlich ist dann auch immer meine Stimme so ein bisschen rau morgens. Also, wie du siehst, du bist ziemlich in der Mitte, aber vielleicht etwas müde. Du schaust in der Weite. Vielleicht hast du auch irgendwie eine Entfernung zu deinem Gegenüber, zu deinem Herzensmenschen, auch eine räumliche Distanz, was ich sehe, und das macht dich traurig. Und das gilt es wirklich hier mit diesem Vollmond loszulassen, erfolgreich loszulassen, diese Tränen und Traurigkeit. Das bringt dich nicht weiter, das zieht deine Energie runter. Unbewusst sehe ich hier wirklich das große Glück. In deinem Unterbewusstsein weißt du das und du kannst dich aber nicht entscheiden, weil das ist halt dein karmisches Thema. Warum kannst du dich nicht entscheiden? Warum ist das dein karmisches Thema? Du willst, du kannst aber nicht. Kennst du das? Vielleicht ist das auch so ein Gefühl bei dir, dass du sagst, boah, ich will das schon machen, ich schaff's aber nicht, ich kann's aber nicht. Also, und genauso dieses Gefühl hast du in deinem Unterbewusstsein. Du weißt ganz genau, dass es so dein Glück ist, kannst du dich aber dafür nicht entscheiden. Dein Gegenüber schaut auch in der Traurigkeit und ja, also der wird auch diese Traurigkeit beibehalten. Und ich denke jetzt auch mit dem Vollmond wird das auch noch stärker bei ihm der Fall sein. Also unbewusst spürte deine Entfernung, dass du dich vielleicht auch entfernt hast von ihm, die Weite zwischen euch, also diese, das ist wie so ein Spalt zwischen euch, was also immer größer wird, oder diese ja, Trennung immer länger und immer größer. Vielleicht habt ihr auch seit längerem nicht mehr miteinander kommuniziert. Und also in seinem Unterbewusstsein sieht er dich schon als so ein großes Glück, aber trotzdem sieht er dich auch als jemand, der unentschlossen ist, der wirklich nicht, ja, sich nicht entscheiden kann, der auch immer noch zögert. Also er sieht auch dich wirklich in seinem Unterbewusstsein, dass du noch nicht ganz entschlossen bist. Weil wenn du entschlossen wärst, wenn du eine Entscheidung triffst, dann manifestiert sich das. Schon hast du was ausgesprochen und zack, geschieht das schon mal. Also wenn du entschlossen dazu bist, erlebe ich täglich. Ja, wenn du etwas möchtest, spreche es aus. Bei deinem Gegenüber sehe ich auch, dass er wirklich erstmal bei sich selber ankommen muss, dass er Mut und Kraft findet, dass er in der Stabilität kommt, und dafür dieser Rückzug. Der hat total die Anziehungskraft zu dir, die Nähe, die Verbundenheit, der hat hier das volle Spektrum, schau mal hier. Das große Liebe, die Nähe, Verbundenheit, die Telepathie, die Seelenliebe, Zufriedenheit, Harmonie, die Anziehungskraft, Schmetterlinge im Bauch, Wolke 7, alles, das volle Spektrum ist da.
Der ist aber im Rückzug. Ja, klar. Der ist überflutet von diesen Gefühlen. Ja, was er jetzt so für dich empfindet. Und er spürt, du bist also schon in der weiten Ferne. Vielleicht hast du dich auch ein Stück weit auch schon distanziert von ihm. So, bei dir sehe ich hier im Außen die Selbstwert, also dein Thema. Also entweder hast du wirklich sehr an deinem Selbstwert gearbeitet oder Selbstliebe. Also du bist schon in deine Kraft gekommen, so nehme ich das definitiv wahr. Und was ich jetzt hier noch wahrnehme, dass hier auf jeden Fall, also dass du darüber auch schon vielleicht auch mit ihm gesprochen hast oder das geäußert hast, dass dir auch wirklich eine feste Verbindung wichtig ist, eine feste Beziehung. Oder du wünschst dir darüber zu reden, über Ehe, über feste Partnerschaft, vielleicht auch über Neuanfang möchtest du reden. Was also allerdings bei dir das Ganze noch schwierig macht, ich sehe hier, also deine Intuition, dass du immer wieder so ein kleines bisschen diesen Zweifel ja, zulässt. Wenn so ein Zweifel kommt, das ist so ein altes Muster, das lässt du richtig zu. Und ja, wenn du das wirklich zulässt, dann ärgerst du dich. Und wenn du dich ärgerst, das ist dann so wie so ein, wirklich so ein Hamsterrad. Also dann fällst du wieder mit deiner Schwingung runter. Er hat hier diese ganzen Gefühle, aber er ist in der Traurigkeit. Deswegen auch seine Schwingung nicht so ganz oben. Ja, und wie wird das jetzt nun im Endeffekt mit diesem Vollmond auf sich haben? Wie wird das auch jetzt mit euch weitergehen? Also ich sehe hier schon, dass da also keine Klarheit gesprochen wird, eher eine diplomatische Verhaltensweise bei beiden, so dass man sich nicht wirklich festlegen kann. Und ich sehe auch, dass hier die freudige Überraschung noch, also hier mit den Kränkungen, da ist, dass da noch Arbeit ansteht. Ganz groß, dick und fett ist die Arbeit noch da. Also die meisten sagen auch, Mensch, was soll ich denn alles noch an mir bearbeiten? Deine Gefühle, schau doch deine Gefühle an und er auch. Wenn nämlich ein Gefühl bei dir hochkommt, eine Emotion, ein Gefühl, dann bist du noch nicht fertig. Weil wenn du so völlig geklärt in dir bist, dann triggert dich gar nichts mehr. Dann triggert dich auch nicht, wenn er sich nicht meldet. Dann musst du auch nicht bei ihm gucken. Und das kannst du wirklich mit der Spiritualität auflösen. Ich nehme noch bei beiden zu sehr dieses Kontrolle wahr und zu sehr in dieses Kopf sein und alles noch organisieren. Und das ist das, was, also was hier wirklich sich noch hier bei dir auch zeigt, ja? Bei euch beiden. Was ihr gut machen könnt, also wenn du jetzt wirklich nicht bei den Rauhnächten bist oder wenn du bei den Rauhnächten bist und sagst, ich möchte aber trotzdem noch diesen Vollmondenergie für mich das optimale Art und Weise nutzen, um wirklich nochmal an diesen Themen zu arbeiten. Ich möchte irgendwie noch alles loslassen, was mich behindert, was mich daran hindert, dass ich weiterkomme in meinem Prozess. Dann kannst du natürlich an dem Vollmondritual teilnehmen und auch mit Energieübertragung. Morgen wird dazu ein Angebot auf meiner Webseite, also im Rubrik Shop auch auffindbar sein. Es gibt dann halt ein Ritual dazu am 30. Und gibt es auch eine Energieübertragung für euch beide, für dich und für deinen Herzensmenschen, dass ihr wirklich dieses ganze Jahr hinter euch lässt und natürlich euch auf das neue Jahr auch völlig leicht und völlig unbeschwert auch mit neuer Energie drangehen könnt. Also,
So, jetzt habe ich die Garten ausgezählt. Nee, einer fehlt noch. So, jetzt aber. So, genau. Jetzt lege ich die Karten für dich aus. Also hier, dein Herzensmensch ist da. Also du bekommst hier 3 Karten. Dein Herzensmensch 2 Karten. Dann, ja, ob jetzt im Endeffekt, also diese freudige Überraschung ist gekränkt. Also das weiß ich nicht, die Kommunikation. Und wir schauen einfach auf diese Seelenpartnerschaft, ja? Also was kommt denn auf dich? Auf dich kommt wirklich, dass du dich zurückziehen sollst, in dir wachsen sollst und deine Gefühle zur Heilung bringen sollst. Bei deinem Gegenüber geht es wirklich darum. Geht es bei deinem Gegenüber darum, also an der Unentschlossenheit zu arbeiten. Und was sehe ich hier? Also für die Seelenpartnerschaft kommt die Spiritualität. Da kannst du ja natürlich, kannst du da wunderbar dein Gegenüber unterstützen. Und die freudige Überraschung lässt sich auf sich warten, da es wirklich karmisch ist, eine karmische Zyklus. Und also da war jetzt die Kommunikation. Die Kommunikation wird aber trotzdem mit Erfolg stattfinden. Vielleicht schreibt er dir auch wirklich zum Jahreswechsel, ja? So, konzentriere dich. Wir bitten jetzt 3 Karten nochmal für ihn. Oh oh, oh oh, ich denke, das duftet schon so. Ich habe das an der Kerze angelegt. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Valeria, Valeria. So, also 3 für dein Gegenüber. So, was ist denn gerade bei ihm los? Es sind 4 Karten gekommen, also alle 4 werde ich jetzt lassen. Und jetzt werde ich jetzt bei dir schauen. Also auch 4, also 3 Karten, also ursprünglich 3. Also wenn wir 3 kriegen, dann haben wir die 7. Ist doch gut. Wunderbar. Wow, 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 schön. Also wie du siehst, also was euch verbindet, die 2 Schwerter. Wer hat hier das Herz verschlossen? Also wie du siehst, diese verschlossene Herz, also das verbindet euch beide. Also dieses 2 Schwerter. Guckt mal, wenn du dein Herz verschlossen hast, bitte ich dich, dein Herz zu öffnen, wirklich dich auch für dein Gegenüber mehr Empathie mit auf den Tag zu legen. So, bei ihm kommt, dass er total in Mangel ist und ja, also total beschäftigt damit, ja, um seine Finanzen, das beschäftigt ihn. Und wie er die Stabilität auch hier erreichen kann, das beschäftigt ihn, aber es kommt etwas in Gang, also er bringt etwas in Gang und es wird dann jetzt die zukünftige Leben etwas ruhiger. Dennoch sind hier die 4 Kelche und die symbolisieren für mich, dass er eventuell schon noch seine Chancen verpasst. Also um seine Chancen nicht zu verpassen, unterstütze ihn dabei. Sei es jetzt mit einem Impuls, dass du ihm einen kleinen Impuls gibst, dass du ein kleines Bildchen schickst oder energetisch unter die Arme greifst, einfach mit diesem Vollmond, fühle in dich hinein. Also für dich kommt der Herrscher, also die Herrscherenergie super gut, also für dich, du bist in deine Kraft, kommst mehr in deine Kraft und du hast die Chancen für dieses Gefühl zu leben und du kannst dein Können unter Beweis stellen. Dein Können, dein, das ist so für dich die Meisterung, ob du dich traust oder nicht. So, da es wirklich die meisten Damen auch wirklich hier zugucken, so würde ich jetzt ganz spontan, würde ich jetzt hier aus dem Liebeskarten noch eine Karte ziehen. Ja,
Ja, es kommen vier, natürlich, ja, naja, dann soll das so sein. Ich beschließe jeden Tag mit einer tiefen Dankbarkeit, der Freude, des Glücks und der Liebe. Ich beschließe jeden Tag mit einer tiefen Dankbarkeit, der Freude, des Glücks und der Liebe. Wahre Liebe fordert nicht heraus, täglich mein Bestes zu geben. Dann haben wir, schenke täglich allen Wesen Liebesbotschaften und erkenne, dass die wahre Liebe aus deinem Herzen strömt. Also wie du siehst, die wahre Liebe kommt aus deinen Herzen. So, wir ziehen noch eine für die Damen. Wenn du jetzt eine Frau zuschaust, dann ist das für dich die Botschaft. Und zwar ganz spontan. Was möchten dir die Karten von Lemuria, lemurische Göttinnen, also mit auf den Weg geben? Ja, einfach mal so. Also für dich kommt der Göttin der Natur. Erkenne mit der Hilfe dieses Symbols, welche Themen du in Resonanz gehst und welche sich für dich unangenehm anfühlen. Die Naturverbundenheit, Tierkommunikation, die Krafttiere, Einfachheit, Reduktion auf das Wesentliche, also das heißt das minimalistische Leben, Natürlichkeit, Sensitivität, Dankbarkeit, also denk dran, die Dankbarkeit, wie hier mit dieser Tasse. Ich habe hier eine ganz andere Kamerawinkel. Oh, jetzt, sehr gut. Ja, also die Dankbarkeit und ja, das wären die positiven Aspekte. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen negativen Aspekt hast, zum Beispiel Unausgeglichenheit, sich abgeschnitten fühlen, Isolation, Einschränkung, Stress, Burnout, Überreaktion, dann sollst du das jetzt auch bei diesem Vollmond auch wirklich loslassen. Und die positiven Aspekte sollst du stärken. Und der Göttin des Glücks erkenne mit Hilfe dieses Symbols, mit welchen Themen du in Resonanz gehst, welche sich für dich unangenehm anfühlen. Wohlbefinden, Großzügigkeit, Erleichterung, Sorglosigkeit, Begeisterung, Gelassenheit, Erfüllung, Geborgenheit, Stabilität, Wunschlosigkeit. Ja, und die negativen zum Beispiel, gut für den Vollmond loszulassen, das Unglück, Resignation, Verzweiflung, Verzagtheit, Enttäuschung, Sorgen und Unbehagen. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr konntet das gut annehmen und seid ihr mit in Resonanz gegangen. Wenn das der Fall war, natürlich freue ich mich über ein Like und umso mehr natürlich, wenn du das nächste Mal auch hier live dabei bist. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis ganz bald, Namaste, deine Valeria.